Wir sind jetzt auch zukünftig, also wir sind nicht Mieter. Aber wenn man von Mietern spricht, denkt man ja immer, man drückt irgendwo Geld ab. Wir sind Hauseinwohner. Ne? Ich bin guter Dinge. So. Hausbesetzer sagt man nicht. Das ist nur, wenn es gegen den Willen des Eigentümers geht. Was passiert, wenn ich Happy Music eingebe? Warte mal ganz kurz. Ja, aber man weiß ja nicht, wie es am Ende des Tages aussieht. Oh, seht ihr? Guck mal, da schimmert das richtig, das Rot durch. Da schimmert das Rot durch. Sunshine everywhere. Nee, meine Haare habe ich nicht gefärbt. Ich hatte schon immer einen Rotton drin. Ne? Die sind halt alle irgendwann grau geworden und so. Das scheint noch manchmal durch, ne? Wie auch so der Charakter des jungen, ambitionierten Laser mal wieder rauskommt. Aber grundsätzlich, ne? Ist das Grau immer noch im Vordergrund. Nervt mich. Hinterfragt doch nicht immer. Könnt ihr nicht einfach mir glauben, wenn ich was sage? Der Wunsch eines jeden notorischen Lügners? Bitte? Auf jeden Fall. Oh, it's a beautiful day. Es ist super. Guckt mal. Hier. Nachbarn. Am Motorrad. Guck mal. Hier. Hallo, Nachbarn. For sale aber. Aber die stehen da immer, ne? Ja. Was für ein wunderbarer Tag. Hallo Nachbarn. Hallo Nachbarn. Hallo. Ich bin euer neuer Einwohner. Hallo Nachbarn. Nachbarn. Hallo. Nachbarn. Hallo Nachbarn. Hallo Nachbarn. Hallo Nachbarn. Nachbarn. Hallo Nachbarn. Hallo Nachbar 5. Wie geht es dir? Hallo Nachbarn. Hallo Nachbarn. Hallo Nachbarn. Hallo Nachbarn! Hey Nachbarn! Hallo Nachbarn! Nachbarn! Hallo Nachbarn! Hallo Nachbarn! Hey Nachbarn! Oh! Also, wenn man immer noch in der Nähe vom Community Center wohnt, glaubt man, alles richtig gemacht zu haben. Wusste ich ja gar nicht. Na Gott sei Dank! Immer noch bin ich für positive Überraschung offen, einfach meiner Unfähigkeit geschuldet, dass ich die Map nicht auswendig lernen kann. Siehe da. Wen haben wir denn hier? Oder was haben wir hier? Community Center. Hallo. Hi, arbeiten Sie hier? Nein. Gut, dann sind Sie unwichtig. Oh, drei Nachrichten. Hallo Mr. Laser, hier ist Lucy. Meine Chefin hat mir ihre Nummer gegeben. Ich arbeite beim Community Center. Wenn Sie Fragen haben wegen Ihrem Tanzangebot, dann bin ich Ihre Ansprechpartnerin. Küsschen, Lucy. Küsschen? Ist mir aber jetzt immer ein bisschen zu schnell. Susanne. Guten Morgen, mein Sonnenschein. Ich habe die Essen in den Kühlschrank gepackt. Ist mit Käse überbacken. Ich sollte einfach meine SMS vorher lesen. Schon das zweite Mal. Ich muss meine SMS vorher lesen. Das macht sonst keinen Sinn. Yoshi, Meister, bist du noch da? Und nennt sie mich Meister. Ja. Du Schwein. Ich bin gespannt, was da zurückkommt, Junge. Okay. Wir wollen es aber locker anfangen. Wir sollten nicht die ganze jetzt. So, haben wir noch irgendwas? Susanne? Ne? Ach, du bist die Beste. Ist vielleicht Susanne sogar da? Nee, die ist nicht da. Ach, Susanne. Susannchen, Susannchen, Susannchen. Warte mal. Ach, mein Gott. Du bist einfach die Beste. Du bist einfach die Beste. Hab dich so doll lieb. So doll lieb. OMG. Nein, nicht OMG. Nein, nein, nein. Nein, nein, nein. Ach mein Gott, du bist einfach die Beste. Die
Schwarzwald Klinik und Chill. War Nacht war einfach wundervoll. Wundervoll. Ich hätte es mir nicht besser vorstellen können. Mein. Nee, es reicht. In Liebe, dein kleiner Jonathan, ne? So. Was wurde uns geantwortet? Hö, was hab ich falsch, was hab ich gemacht? Okay. Hast du morgen das Geld da? So, wir werden erstmal. Wiener, du hast 30 Minuten lang jetzt Close-Session, das tut mir leid. Das tut mir leid. Ich saß heute auch ein bisschen länger, weil ich gestern scharf gegessen habe. Ich möchte mich nicht weiter drüber unterhalten. Aber ich fühle den Struggle. Wenn du halt dann, ey, mein Beileid, Mitleid oder Mitgefühl oder sowas, je nachdem, was für dich am besten ist. Weißt du? Das würde ich halt nicht gerne. Ich will jetzt nicht tauschen, weil ich bin ja durch. So. Obwohl, Laktoseintoleranz-Session oder zu scharf gegessen, scheißen. Also was schlimmer? Laktoseintoleranz-Kacke-Session oder zu scharf? Da bin ich mir nicht sicher. Wollen wir eine Abstimmung machen? Na, das stimmt, Abstimmung. Laktose, definitiv. Ehrlich? Habe ich nie gehabt. Also glaube ich. Ich musste mal von Quark damals pupsen. Scharf, Laktose. Oh. Ja, okay, gut. Wenn ihr das sagt, dann. Aber was ist denn? Was ist denn der und? Also, Laktose ein Durchfall oder wie? Ist pupsiger, ist richtig kacke. Ja, dann ist der Bauch so aufgebläht. Da musst du mal pupsen und so und dann die ganze Zeit. Ja, okay. I get it. Und eine halbe Stunde habe ich jetzt auch nicht gesessen. Das waren eher so nur die Hälfte. Vielleicht sogar 20 Minuten oder so. Scharfe Laktose. Ja, gut, ne? Ich habe noch nie von scharf gearschpisst. Ja, ich ja auch nicht. Ich meine halt, aber es hat gebrannt. Okay, es reicht jetzt wieder. Ich habe das Gefühl, ich manövriere uns wieder in eine echt komische Diskussion. Ne? Gibt's sowas wie scharfe Laktoseprodukte? Hat einer von euch. Okay, nochmal. Ich muss jetzt die Frage nochmal stellen, weil jetzt muss ich es wissen. Hat jemand von euch scharfe Laktoseprodukte gegessen? Sowas wie. Magerquark mit. Tabasco? Chili Milch? Ja? Chili Cheese Nuggets? Ja, aber die haben nicht Milch mit Chili Soße? Ja, für die Wissenschaft. Chili mit Nutella? Ja, also auf jeden Fall was mit Milchprodukten. Ich weiß nicht, ob Nutella drin hat viel. Ich weiß nur, dass da sehr viel Palmöl drin ist. Ne? Ich trinke jeden Morgen Chili Milch. Ja, seht ihr. Ja, ihr wisst ja, was ich meine. Genau, es gibt Schokolade mit Chili oder so. Was für die ganz Abgefuckten unter euch. Und ich kann mir eigentlich denken, dass einer genauso. Also ich meine, es muss ja auch einige Verrückte geben, die hier sind. Sonst würden sie sich ihren Stuff ja nicht angucken. Also werden auch unter euch dann die Leute sein, die auch schon Chili-Milch gegessen haben. Oder so. Und ihr könnt es mir sagen. Es bleibt unter uns, ihr habt eh keine. Man. Ja. Ihr habt ja eh jetzt. Jetzt nicht zu befürchten. Wenn ich das jetzt sagen würde, wäre mir aber. Also, habe ich auch noch nie gemacht. Also ich bin jetzt auch offen mit zu euch. Okay, so viel dazu. Dann haben wir das durch. Oh. Unser erstes Problem. Carlos, vielen Dank auch für den ersten Monat. Das ist gar kein Problem. Ganz im Gegenteil. Es wäre ein Problem, wenn das Hub nicht gedroppt wurde. Vielen Dank und Wolle, vielen Dank natürlich auch für die 42. Das ist ein bisschen, wa? Ne? Wolle, ey. Der Test-Giveaway-Gewinner. Es tut mir leid. Oh Mann, das werde ich nie wieder aus meinem Kopf bekommen.
Okay, also. Oh, SMS. Nein, tut mir leid. Was? Wir bleiben ruhig. Wir bleiben ruhig. Es gibt Leute, die haben es halt ein bisschen schwerer. Hallöchen? Sich $6.000 zusammenzufahren ist ein bisschen schwierig. Hi. Hi. Na du? Wie geht's dir, Na? Yoshi? Na? Ach, soweit eigentlich ganz gut. Ach, das freut mich, Yoshi, das freut mich. Wo ist mein Geld? Hab ich nicht. Ja, das ist ja nicht schlimm, weil das musst du ja erst morgen haben, ne? Ne? Aber ich weiß nicht, wie ich das hinkriegen Okay, Yoshi, soll. pass mal auf. Du hast doch eine Arbeit. Du fährst Taxi, oder nicht? Ja, aber Ja? da Was? habe ich gekündigt. Wieso hast du gekündigt? Weil es nichts mehr für mich war. Ja, und Ich jetzt? Wie bin kommst du über die quasi Runden? Wie, du arbeitslos. bist arbeitslos und wie bekomme ich mein Geld? Ich weiß es doch auch Dann nicht. setz dich hin, schreib Bewerbungen oder sowas. Okay, du kannst doch nicht die Jahre verstreichen lassen und gar nichts machen. Mann, ich weiß auch nicht, was Ja, was kannst du denn gut? Ja, da fängt's an. Da fängt's an, Yoshi. Da fängt's an. Nichts richtig gelernt. Keine Ambition, keine Leidenschaft. Immer nur vom PC sitzen und sich bestrahlen lassen. Scheiß Generation. Hängergesellschaft. Das sage ich immer wieder. Ich sitze doch gar nicht vorm PC. Was machst du dann den ganzen Tag? Ich bin in der Stadt unterwegs. Shoppen, mit Freunden chillen, einen sich reinkiffen? Ja. Bist du dumm? Nein. Junge Dame, ist mir auch egal. Du gehst jetzt nach Hause und schreibst Bewerbung. Ne? Und bis morgen will ich das Geld zusammen haben. Da musst du meinetwegen auch irgendwas machen, was du halt nicht so gerne machst. Aber herzlichen Glückwunsch, das macht 80% unserer Gesellschaft aus, wenn nicht sogar noch mehr. Wir alle haben keinen Bock auf das, was wir halt immer so machen. Aber das müssen wir ja. Weißt du warum? Weil wir überleben müssen. Yoshi. Heulst du jetzt? Flennst du jetzt wie ein kleines Scheißmädchen? Ich will morgen das Scheißgeld. Hast du mich verstanden? Okay, Yoshi. Hey, es wird alles gut, wirklich. Ich bin bei dir. Wir kriegen das, Wirklich? ja, wir kriegen das gemeinsam hin. Wenn du das hinbekommst und so, dann können wir echt, dann können wir wirklich mal dann bei Zeiten was unternehmen. Du und ich. Ja? Ja. Okay. Ja. Okay, ich krieg das hin. Super, du bist es einfach. Dann habt eine gute, wie nennt man das? Einen guten Weg dahin, ne? Ne? Ruf mich an, wenn du es auch Ja. früh hast oder so. Ne, ich bin immer erreichbar. Okay. Ja, na klar. Bis dann, du. Habe ich dir schon gesagt, wie toll du Na, bist? heute noch nicht, deswegen. Ich habe dich aber gerade nicht so richtig verstanden. Könntest du das nochmal wiederholen? Sag's ein bisschen langsamer. Du bist voll toll. Ja. Yoshi. Und du bist auch toll, wenn du mir das Geld gibst. Und dann sind wir beide toll. Und zwei tolle Ja. Leute, die sind zusammen noch viel toller. Und ich meine, das Ja. willst du ja nicht versauen, oder? Denn ich wäre auch gerne Nein, toller. Ja, nein. also was musst du jetzt machen, Yoshi? Also Ich was muss machst du mir einen jetzt? Job suchen. Ja, und dann? Arbeiten gehen. Und dann, Yoshi, und dann? Dir morgen die 6K geben. Ja, richtig, richtig, Yoshi, richtig. Und im Notfall machst du halt die Okay. Nacht durch. Ist mir scheißegal. Okay. Du bist es einfach. Ich hab dich lieb, Yoshi. Ich hab dich auch lieb. Oh, voll süß. Na gut, dann bis später, ja? Ja. Ciao. Tschüss. Tschüss. Warte mal, hier ist doch ein Taxiunternehmer in der Nähe, wenn es der gleiche Spot ist. Vielleicht haben wir ja Glück. Wo ist das nochmal gewesen? Ah, das war da hinten. Oh, schöne Aussicht. Also Sonnenuntergang. Das macht einmal einen Headspin. Okay. Sehr gut. Sehr, sehr, sehr gut. Fein. Felder P, keine 100-Jähriger, bewegt sich so. Oh Gott, nee. Also, boah, Coldplay. Ja! Yeah!
Flippers sind auch gut. Einmal braucht man das Taxi mal öfter und dann steht es natürlich nicht da, wo es gebraucht wird. Dann ist es natürlich auf diesem Server anders. Ah, es wird hier nicht bespielt. Warum nicht? Warum nicht? Warum haben die alle anderen Taxizentralen? Was haben sich die Spieler gedacht? Oh, jetzt sind wir mal ganz verrückt. Wir spielen was komplett, wir machen mal was richtig anders. Dann haben die irgendwo anders die Taxistation? Die sind ja wie ich. Nicht neuer Char oder so. Einfach nur auf alt machen. Aber auch nicht wirklich. Ne? Aber auch nicht wirklich. Okay. Nee, der Opa hat keine Dietrich hier. Wir müssen rennen. Aber es ist nicht schlimm, weil wir auch gar nicht mal so weit entfernt sind. Das Einzige, was wir jetzt im Auge behalten sollten, ist unsere Lebensanzeige. Mit Essen meine ich. Das ist das einzige Problem. Ich frage mich auch, wenn du dich halt schneller bewegst, ob das Essen schneller runtergeht. Na, da bin ich mir aber nicht, also weiß ich nicht. Es gibt ein neues Emote? Echt? Ich sehe das nicht. Ich sehe das nicht, weil ich nicht dieses Dingens hier wieder drin habe. Dieses, ach, ich kann mich da selbst nicht aus, Leute. Ich habe einfach keine Ahnung, welche Emotes ihr jetzt alle mittlerweile drin habt. Cack Dance? Ist das das? Astertanz? Sieht das geil aus? Dann lad ihr 7TV runter. Ja, habe ich doch schon. Warte mal, das muss ich nochmal vielleicht aktivieren. Das ist so eine, es ist bei den Chat-Einstellungen, ne? Lass mich mal kurz gucken. Oh, ich habe meinen Chat weggemacht. Seid ihr jetzt tot? Okay, er lebt wieder. Macht ihr, ich weiß, dass sie gut sind. RIP. Nein, ihr seid nicht tot. Hört auf. Hört auf. Ihr seid nicht tot. Ich brauche euch. Wenn ich nicht euch habe, dann habe ich niemanden mehr, der mich vergöttert. Oder eher mobbt. Ja, ich glaube, zweiteres ist richtig. Aber ich wünschte, das wäre ersteres. Können wir das umswitchen? Können wir an die Leute, die sich immer über mich lustig machen, könnt ihr nicht euch, sagen wir mal, einfach mal... Also ich meine, es bedarf ein bisschen an Umgewöhnung, aber könnt ihr nicht anfangen, mich zu vergöttern? Nein? Könnt ihr nicht anfangen, einfach mal so ein bisschen anders zu sein und euch... Wisst ihr, vielleicht braucht ihr auch einfach einen neuen Anstrich. Ich habe immer gelesen, dass die erste Veränderung, wenn man sich eine herbeiführen möchte, beziehungsweise sich eine wünscht, die erste Veränderung von dir getätigt werden muss. Von also euch. Ein Taxi? Wie bitte? Wie bitte? Brauchen Sie zufälligerweise ein Taxi? Sie rennen so... Was, bei welchem Taxiunternehmen arbeiten Sie denn? Quickie. Quickie Taxi. Nochmal was? Bei Quickie Taxi. Dummes Arschloch. Komm her! Komm her! Wenn du 7TV hättest, würdest du sehen, wie sehr wir dich vergöttern. Ey, warum habt ihr wieder neue Namen auf dem Discord? Warum heißt ihr jetzt so, warum habt ihr so nackte Oberkörper, wo mein Gesicht drauf photoshoppt ist? Und jetzt heißt ihr sowas wie, guck mal, Alter, ihr kranken Wichser, jetzt werde ich euch ganz kurz mal, jetzt habt ihr selber Schuld. Warum heißt ihr denn sowas wie krankes Asterlein? Ja, okay, aber auch, wieso heißt ihr denn sowas wie, aus das Kaktus? Was ist das, Marcel-Tasse? Jens Sock, ihr seid so krank. Krankes, nee, ist das Bizeps? Okay. Da war doch irgendein Kranker von euch, aber noch kranker. Wo ist der? Wo ist das? Habt ihr das wieder geändert? Habt ihr das wieder geändert? Ey. Ihr habt das wieder geändert. Na gut, sehr gut, sehr, sehr gut. Ah, ist das strammer Körper. Also das Bild passt, aber warum? Ich habe meinen nicht geändert. Ja, ihr heißt immer noch Astas Jarak oder was? Sei froh, dass Astam, dass das Körper am Ende steht. Ja. Die verwenden keine Lügennamen im Discord. Das ist ja schon richtig Endzeit.
Oh nee, was ist denn das jetzt? Eine Taxizentrale geworden dort hinten oder was? Ich trau mich auch gar nicht mehr rauf. Ich hab keinen Venushügel, ich hab geguckt. Der Rest ist aber vorhanden. Warum ist das jetzt, was ist das denn jetzt geworden? Haben die jetzt fusioniert? Ich weiß genau, was ich mache. Ich weiß ganz genau, was ich mache. Ich weiß ganz genau, was ich mache. Nee, das kann ich nicht machen. Sonst versemmel ich mir die... Nee, das kann ich nicht machen. Nee, nee. Nee, wir machen das nicht. Nee, nee. Nee, blöde Idee. Mach es nicht. Versaust es hier bloß. Jetzt ist BSG gewesen. Jetzt muss ich machen. So, jetzt muss ich halt machen. Weil ich halt nicht für BSG gedingens werden will. Was ist das denn jetzt? Ja, danke. Hallo? Hallo an alle nochmal. Zuckerpo, hallo? Ich will's nicht. Aber ihr habt mir keine andere Wahl gelassen. Die Polizei ist aber schon da. Warte mal, der Motor ist an. Wenn das Auto jetzt noch offen steht. Wie viele Mitarbeiter haben die jetzt? Er guckt, ob die Karre zu ist. Skork, oder? Karre zu ist. Guck mal, der darf rauchen. Hey, Johnny, ne? Was macht das Leben als Nicht-Angestellter? Ach, weißt du... Ach, wie soll ich sagen? Ich habe jetzt mehr Freizeit. Ich kann mich jetzt auf die wichtigen Dinger konzentrieren. Wahrscheinlich sogar mehr Geld. Tatsächlich, tatsächlich. Wie ist es bei dir in Knechtschaft? Auf dem beschissensten Taxiunternehmens dieser Stadt? Ja, du kannst bei Gottfried Kaiser auf seiner Wienet-Seite gucken, wie es so geht. Was ist denn passiert? Ja, guck's dir an. Gut. Mal sehen. Oh. Oh ja, stimmt. So. Johnny. 1, 2, 6, 7. Passwort. C, G, F, X, M, Z, 9, P, E. Oh, 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 was passiert jetzt? Oh, ich habe 3 Meldungen. Tiki Lala, ich möchte dich gerne zu... Folgt dir jetzt Kneipen-Harry und Kimli Min. Folgt mir jetzt auch. Warum folgen? Bitte nicht folgen. Nicht folgen. Nein, ich will mich jetzt nicht ablenken lassen. Oh Mann, jetzt geht mein Tablet nicht mehr. Oh, wie nett. Okay. Wie nochmal? Kaiser? Gottfried. Oder okay. Gottlieb. Oder wie heißt Gottfried, der? Irgendwas mit Gott. Gottfried. Ein Oka... Oh, was ist das denn? Das wird dir wahrscheinlich gefallen. Oh ja, oh ja, das ist mein Jam. Oh ja. Jemand, der gegen die Tyrannei auch noch was unternimmt. Auch wenn er glaubt, in der Unterzahl zu sein, lässt er sich davon nicht abschrecken. Dieser Mann wird irgendwann der sein, der die Revolution in die Stadt geholt hat. Wir alle hier haben einen Teil beizutragen, um die falschen Leute nicht an die Macht kommen zu lassen. Und dieses Taxiunternehmen, Gott verdammt, ist gerade auf dem besten Wege dahin. Ja, hat auf jeden Fall schon die richtigen Leute an Bord mit Willy und dem komischen Obdachlosen, den er da noch mitschleppt. Ja, ja. Scheint ja auch ziemlich anstrengend zu sein. Na Gott sei Dank bin ich alleine. Und das Einzige, was ich um mich herum habe, sind ein paar saftige Titten. Die von der Susanne, die hat mir nämlich eine Wohnung bestellt. Also, die hat mich in ihre eingeladen. Nicht nur das, die hat mir sogar...
die Schlüssel gegeben. Das heißt, du wohnst jetzt auch noch umsonst? Ich habe offiziell ein Haus am Mirror Park, ja. Ui. Und ich darf bestimmt auch ihr Auto nutzen. Und sie kocht für mich immer. Ja. Das kann man aushalten. Und was ist mit Yoshi? Ja. Die hat ein bisschen Probleme gemacht. Die hat mir gerade noch vorhin die Ohren voll geflennt. Meinte, dass sie mit dem Geld ein bisschen im Verzug ist, weil sie jetzt nicht mehr beim Taxiunternehmen arbeitet. Aber diese Hänger... Was macht sie denn stattdessen? Gar nichts, die ist arbeitslos. Die Alte. Aber wie soll sie denn bezahlen? Da weiß ich ja auch nicht. Genau, das habe ich ihr gesagt. Ich habe ihr gesagt, die soll jetzt sofort nach Hause gehen und Bewerbungen schreiben. Das kann die nicht machen. Nee, also wie sollst du denn so über die Runden kommen? Das, ja, also bitte? Genau das ist es ja. Genau das ist es ja. Dieses Taxiunternehmen ist wie eine Fußfessel gewesen. Ihr müsst euch alle davon befreien. Stellt was Eigenes auf die Beine, verarscht Leute oder was weiß ich. Aber lasst euch doch nicht zu einem Diener Alfonsos machen. Ne? Hm. Ja. Der Herr hier vor mir, entschuldigen Sie, sind Sie der, dem ich gerade die Karre zusammengetreten habe? Korrekt. Ja, sehr gut. Ich würde gleich die nächsten auch noch übernehmen, ne? Dann müssen Sie halt nur ganz kurz weggucken, wenn das möglich ist. Aber nicht die 4, das ist meins. Die 4, ist die das am Eingang oder ist die hier das vorne? Hier, das ist die erste. Okay, gut. Wir können die 2 mittleren nehmen, meinetwegen. Okay, ich versuch mal. Man sagt mir ja nach, ich wäre der nächste Matt Hoffman. Mal sehen, ob das stimmt. Ich muss mal. Ja. Wir gehen um die Ecke. Bis dann, Leute. Ja! Yeah. So. Was ist mit dem denn? Für Sachbeschädigung. Ein alter Sack springt. Schauen Sie mal, Herr Officer, schauen Sie mal, was da vorne ist. Das ist wichtig, ja. Sachbeschädigung. Ja, Maßnahmen. Ja. Was so eine Scheiße! Mann! Ey! Oh, das ist mit deinem Opa! Du kannst mich nicht treten! Oh. Ich trete dich. Sag mal, bist du noch ganz dicht? Was soll das? Nur weil du hier nicht mehr bei uns arbeitest, musst du die Taxis nicht kaputt machen. Du bist ey, ja auch... Chef, der alte Opa zerstört deine Taxis. Ich zerstöre gar nichts. Außerdem zerstören diese Leute zerstören Existenzen. Das ist nicht mit dem, was ich hier tue, auch nur ansatzweise aufzuwiegen. Ich habe dem gerade ein Backpfeife gegeben. Wenn du mich jetzt in Ruhe machen lassen würdest, es ist auch nichts Persönliches. Aber ich kann nicht einfach weggucken. Der doch, das haben andere 2 auch schon gemacht. Ja, aber das ist mein Chef. Ich respektiere meinen Chef, verstehst du das? Das sind andere Menschen, ich bin nicht so. Weißt du, manchmal aber muss man halt für die gute Sache einstehen. Aber ich gebe dir einen Deal. Ja, bitte. Dieses in der Mitte, ohne die Aufkleber an der Seite, da kannst du drauf rumspringen. Ich muss da mal los, wir sehen uns. Was machst du? Nein, du bleibst jetzt hier mal. Hinterher! Hinterher! Ja, Chef. Bleib stehen! Bleib stehen! Ist die Leute, ihr solltet auch auf etwas Gesünderes umsteigen. Das ist nicht gut für die Fitness. Das ist gut für die Umwelt. Die Emissionen und so. Heutzutage, ihr wisst ja, wie es ist. Klimawandel und so. Nehmt euch ein Beispiel! Ciao! Der rennt immer noch hinterher. Oh. Oh Gott! Oh Gott! Na, fast habt ihr es. Es dauert nicht mehr lang. Ihr müsst nur ein bisschen wendiger sein. Es ist das Handling! Oh Gott! Ha ha ha.
Oh, jetzt soll ich verstärken. Ah ne, doch nicht. Hui! Hui! So, dann hier lang. Leute, die Streets sind mein Zuhause, ihr könnt mir nichts. Bei aller Liebe, aber ich habe hier gerade den fetten Feldpower-Bonus. Ah! Bist du dumm? Fick ihn, fick ihn! Ah! Okay, 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 okay. Schalt ihn weg! Okay, okay, okay. Das ist ein Griff. Fast habt ihr es gehabt, aber nur fast. Meistens ist das nicht genug. Don't stop me, don't stop me. Ah! 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 Delta gestellt. Das geht in den Support. Sehr schön. Digga, wie hast du ihn? Hast du ihn überfahren? Der wollte springen und dann ist irgendwie die Motorhaube plus Kollidierung, also. Der ist über dein Auto wieder gesprungen, oder was? Ja. Ja, GG, ne? Was hat er schon mal gemacht? Ja, genau so war das. Eins war es, genau dieselbe Situation. Und ich bin nicht mit 180 auf ihn zugerast. Ruft einen scheiß Medic. Was hat er denn gemacht überhaupt? Hat er wirklich die Autos zerstangen? Wo soll ich das wissen? Du hast ihn gesagt, wir sollen ihn aufhalten. Gut aus. Ich habe ihn aufgehalten. Schicken Dispatch, hier liegt ein Rohr auf dem Boden. Hey. Hallo. Ja, schicken Dispatch, bis dann. Scheiße, die Karre steht noch voll auf ihm drauf. Ich fahr die Karre mal ein bisschen weg. Oh Gott. Oh, man kann ja Dispatches anonym senden jetzt. Ja, nur zum MD. Achso. Warum, was hat er, was das für einen Sinn? Weil man die dann in der Ecke verprügelt vielleicht und dann einfach anonym irgendwie senden und abhauen. Ah, okay, verstehe. Das macht natürlich Sinn, ne? Ja. Ja, ja. Okay, was hat der überhaupt gemacht? Warum hat er wieder gemuckt? Nikos sagt irgendwas von Autos. Wo ist Nikos? Wo ist Nikos? Das ist eine gute Frage. War der nicht an der Tankstelle? Nikos, wo bist du? Ist irgendwo auf dem Weg hängen geblieben. Sag mal, kommt jetzt Polizei mit? Sollen wir jetzt vielleicht die Taxis wegbringen, damit nicht das Unternehmen... Warum sollen die Bullen jetzt kommen? Weiß ich nicht. Nee, die Bullen kommen nicht. Ey, sag mir nicht, ich habe jetzt gerade einen Unschuldigen überfahren. Nein, der ist nicht unschuldig. Seit wann ist er denn unschuldig, bitte? Was hat er gemacht? Er hat wohl die Autos zerschlagen, aber was hat er gemacht? Ich hab 5 das. 5 zu 1. 5 zu 1, das 5 zu 1. Hä? 5 zu 1 hab ich auch schon mal auf dem Damm zusammengeschlagen. Ah, okay. Das zählt nicht, oder was? Die eigenen Punkte, die sagt man gern ein, aber wenn es um den Gegenpart geht, der dann vielleicht auch mal ein bisschen Rückschlag, ne? Okay, da ist aber natürlich wieder vergessen, reden. Du. Wir müssen jetzt zum. Nennt man das Mittelpunkt? Finden. Na, ich grüße Sie, der alte Mann hier. Oha. Wunderschönen guten Tag. Ja, der ist eventuell übers Auto geflogen. Übers Auto geflogen, ja? Übers Auto geflogen. Die haben das alle gesehen. Hallo? Ja, nicht ansprechbar. Jax, guckst du dir das gerade mal an? Das Riechsalz? Mhm. Und, ne? Machst das mal mit der Medizintasche. Ja, guck ich mir mal an. So. Oh, je, je, je. So, guck mal. Okay, ich sehe schon, ja. Okay. Hier so. Hallo, können Sie mich hören? Alles gut bei Ihnen? Ich gucke mir das jetzt mal hier an. Soll gleich viel besser sein. Ah. So. Okay. Oh Gott. Oh. Oh Gott. Alles okay bei Ihnen? Oh Gott. Oh ja, 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 ja. Brauchen wir Exorzisten? Oh Gott. Hey. Warte mal, ich hab da was gelernt. Warte mal kurz. Was ist mit dem Mann los? Kann jemand Dispatch fahren? Hier, Richman, fahr du doch mal Dispatch. Du bist ja irgendwie, ne? Dann können Sie mich hören? Alles gut bei Ihnen? Ich muss auch irgendwie abhauen, mein Freund. Ja, ich mach Dispatch. Was passiert? Ja, mach Dispatch. Was passiert?
Was ist zum Teufel passiert? Sie wurden scheinbar. Du bist vom Bike gefallen. Ich kann mich nur noch daran erinnern, dass mich zwei wild gewordene Taxifahrer mit ihren Fahrzeugen verfolgt haben. Da sind sie! Da sind sie! Was laberst du mal, der halluziniert, glaube ich. Herr Mediziner, nehmen Sie sie fest! Ja. Ja. Ich fahre nochmal so die Gewinde lang. Ja, ja, mach komm, mal. Ja. Wir heben den immer mit hoch. Komm, 1, 2 und 3. Oh. Kommen Sie. Meine Damen und Herren, ich stehe hier gerade vor der Mauer. Sehen Sie das alle? Ich kann mich ja nochmal wiederholen. Vor der Mauer. Sonst? Okay. So viel dazu. Also ich check das jetzt hier nicht, was du da laberst, aber... Geht's Ihnen jetzt wieder gut oder was ist jetzt mit dem? Ich habe richtige Schmerzen. Ich habe so große Schmerzen. Also Krankenhausoperation oder was? Wir nehmen ihn am besten mal mit. Ja, operiert den mal. Ich glaube, der wird voll mit dem Kopf gestoßen und so, ey. Halten Sie sich bei mir fest. Ja, vielleicht mal MRT oder so. Mach mal irgendwas, ey. Vielleicht soll der mal eine Stunde oder so da im Krankenhaus rumliegen. Kommen Sie mit. Immer schön nachher. Gut, viel Spaß. Das mal an. Jo. Gut, wir gehen weiter. Was ist denn da passiert? Sollen wir da die Polizei dazu holen? Das wäre gut. Ja, gut, dann machen wir das gleich im Krankenhaus. So. Dann könnten Sie vielleicht auch dann bestätigen, dass die Taxis gerade waren. Ja, klar, das haben wir ja gesehen. So, dann kommen Sie mal mit rein, ich mache ihn mal auf. Nee, es hat ja einen Happy-Hintergrund, alles gut. So, ich wollte sie jetzt erstmal da nur irgendwie, war mir die Situation nicht ganz koscher. Ich wollte sie da jetzt immer, weil das war irgendwie bedrohlich für mich, hat das gewirkt. Ja, haben Sie die Atmosphäre, die haben Sie auch vernommen, nicht wahr? Ja. Das war da alles sehr bedrohlich, so ja. Deswegen wollte ich sie da jetzt erstmal raushaben. Gut, wir werden jetzt erstmal ins MD fahren, dann checken wir sie durch, wir holen die Polizei mal dazu. Gut. Oh Gott. Tut's denn sonst noch irgendwo? Nun, also, am größten ist der Schmerz der Enttäuschung. Ich hätte niemals damit gerechnet, dass sich Leute tatsächlich einfach so an einen älteren Herrn vergreifen. Vor allem kein hier etabliertes Taxiunternehmen. Ich bin einfach außer mir. Oh Gott. Ich glaube, da hat sich was geöffnet. Oh nein. Oh, was ist das? Alles gut. Meine Nase war nur verstopft. Alles gut. Aber ich hoffe, dass wir keine Not-OP oder irgendwas anderes jetzt noch... Nein. Wir machen jetzt einfach mal einen ganzen Routine-Check. Arbeitet gerade zufällig, wissen Sie, die ist die Susanne im Dienst bei Ihnen. Oh, ich glaube, die war heute Nachmittag da. Aber... Ja. Die macht immer gern längeres Päuschen so. Ja, verstehe. Ist sie denn meistens dann immer noch gegen Abend wieder da oder wie ist das bei ihr? Hin und wieder kommt sie abends nochmal, ja. Jetzt kannst du auch die Sirene ausschalten. Aber die muss immer sehr früh aufstehen, weil sie eine Videotelefonie mit ihrer Tochter irgendwie macht, die übersee wohnt. Deswegen, das ist manchmal gewürfelt, ne? Ja. Das verstehe ich. So. Dann fahr hier mal direkt genau links rum. Dann können wir hier anhalten. Leute, meldet euch mal alle bei mir im Discord, die gesehen haben, was gerade passiert ist. Wir müssen eine Liste an Zeugen aufstellen. Dann kommen Sie mal raus. Wir müssen eine Liste an Zeugen aufstellen. Ach, wunderbar. So. Gehen wir mal hoch in ein Behandlungszimmer. Yeah. Oh Gott. Mittlerweile, da traue ich mich auch gar nicht mehr raus. Wir müssen da jetzt irgendwie gucken, dass wir das mit der Pass... Weil das kam jetzt mir als Außenstehender auch sehr komisch vor alles. Ja, das hat nicht sehr koscher gewirkt, muss ich auch sagen. So, gehen wir in die 1. Zeugenaussage, Akte und dann wird da reingehalten in den ganzen anderen Sachen schon, ne? Da wird erstmal komplett dann, da wird das Pergament dann später ausgerollt an den Vorwürfen, die dann hier im Raume stehen, aber auch bewiesen werden können. Ne? Dann wird er erstmal schön, dann werden die anderen erstmal konfrontiert. Sehr gut.
Aua. Ihr habt weggeschaut? Oh, ihr kleiner 030er. Ja, ja. Wunderbar. So ist das. Durch. Es sind doch viele Schmerzen, ich weiß. Oh, oh Gott. Oh, oh Gott. Nee, hier wollte ich nicht hin, Scheiße. Hier wollte ich hin.